Was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin's mal wieder, euer Curry. Und in diesem Video werde ich euch einen Bug zeigen, welcher sich in der Minecraft-Version in dem Snapshot 15W43A befindet. Und zwar gibt es da eine Möglichkeit, durch Bedrock einfach durchzugehen. Ja, also es ist ja nur ein Bug momentan. Das heißt, es kann sein, dass in der 1.9 das definitiv gefixt wurde. Aber ich werde euch diesen Bug trotzdem zeigen. Und zwar, ihr müsst erstmal die Snapshots aktivieren. Und zwar macht ihr das so, dass ihr im Launcher von Minecraft auf Edit Profile geht und dann die Snapshots aktiviert. Da müsst ihr halt nochmal das Ganze akzeptieren, dass ihr damit einverstanden seid. Und dann wählt ihr halt ganz oben den Snapshot 15W43A aus. Und ja. Genau. Um das Ganze zu machen, müsst ihr erstmal so eine Vorrichtung hier bauen, wie ich es gemacht habe. Das ist einfach nur, da oben ist so eine Bedrock-Decke und ihr müsst halt einfach nur so einen Pfeiler bauen, wo ihr Leitern dran setzt. Und das war's eigentlich auch schon. Das könnt ihr machen, wenn ihr im Nether seid. Das heißt, der Nether ist ja eigentlich nur ein eingeschlossener Würfel, wie ihr wisst. Und wenn ihr eine Stelle findet, wo nur ein Block, also eine Schicht Bedrock ist, könnt ihr da einfach durchgehen. Und zwar, ich gehe dafür mal in die Third Person Ansicht, damit ihr das auch seht. Ihr müsst einfach hier hoch, sodass euer Kopf da anstößt. Dann sneakt ihr, also haltet sneaken gedrückt. Das heißt, die Shift-Taste haltet ihr gedrückt. Lasst ihr einfach los, dann wird es kurz schwarz. Und dann seid ihr auch schon hier durchgekommen. Und ihr befindet euch automatisch wieder im Ego-Modus. Also, das heißt, ihr habt zwar die Ansicht gewechselt, aber ihr befindet euch automatisch wieder im Ego-Modus, ohne dass ihr irgendwas gemacht habt. Also, schon cool, muss ich zugeben. Wenn ihr das Ganze im Ego-Modus macht, dann sieht das nicht anders aus. Das sieht auch so richtig verbuggt aus und ja, es buggt dann richtig rum, aber irgendwann kommt ihr dann durch und dann, ja, seid ihr auch durch. Das war jetzt gerade komisch, aber gut, ja. Okay. Ja gut. Jedenfalls, das war's eigentlich auch schon wieder mit diesem Video, mit diesem Bug-Video. Ich werde auch jetzt eine neue Playlist erstellen, wo ich halt eben dann auch Bugs zeige, wenn ich selber welche finde, weil es ist nicht unbedingt sehr leicht, Bugs zu finden. Aber ich erstelle einfach meine Playlist, füge das Video hinzu und immer wenn ich ein neues Video mache, dann füge ich das der Playlist hinzu und ihr seht es ja sowieso auf meinem Kanal. Also, das war's dann wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr nichts mehr meiner Videos verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Und dann würde ich sagen, haut rein und bis die Tage.